Er ist einer der ganz großen deutschen Maler der Gegenwart, Wolfgang Mattheuer. Seine Bilder sind erfolgreich, sie werden in der ganzen Welt gesammelt. Mattheuer konnte sich einrichten in der DDR. Anders Hans-Hendrik Grimling. Der war zu kompromisslos für die DDR-Gesellschaft. Für ihn war das Land zu klein. Er ging 1986. Grimling war Mattheuers ungehorsamer Schüler. Grimling und Mattheuer, zwei Männer, zwei Künstler, wie man sie sich unterschiedlicher kaum vorstellen kann. Und trotzdem verbindet beide ein unsichtbares Band. Ich schätze den nach wie vor auch als Student, obwohl er wirklich überanstrengend war. Ein so wilder Mensch, der an einer Kunstschule wie die Leipziger war, natürlich das voll ausschöpfte. In Leipzig an der Kunstschule, da gab es wirklich viel Toleranz. An anderen Kunstschulen war das nicht so. Und das hat er natürlich voll genutzt. Aber das ist ein Talent. Aber er ist zu wild, er zerschlägt immer alles. Ja, indem er immer lauter wird, glaube ich, geht er an seinem Ziel vorbei, dass er endlich mal einen festen Halt hat. Ich habe mich eigentlich von ihm insofern angezogen gefühlt, weil er mich natürlich auch provoziert hat. Er war für mich auch das Bild des bürgerlichen Typus. Also er war nie ein Bohem und wir wollten ja auch immer nun als die sogenannten Jüngeren den Bohem raushängen lassen. Insofern knallte das aneinander. Aber es gehörte insofern zusammen, dass gerade er oder ich meinetwegen von meiner Generation, also diesen Kreis, den ich jetzt im Kopf habe, dass wir eigentlich die streitlustigsten waren. Mattheuer und Grimling, zwei Maler aus Leipzig. Wolfgang Mattheuer war mit Werner Tübke und Bernhard Heisig einer jener drei Professoren, mit denen sich der Begriff der Leipziger Schule zu einem Sinnbild für künstlerische Qualität erhob. Und noch viel wichtiger, mit ihnen kam es an der Sächsischen Kunsthochschule zu einem für DDR-Verhältnisse äußerst ungewöhnlichen Klima geistiger Freiheit. Eigentlich ist Mattheuer, Jahrgang 1927, als Maler und Bildhauer Autodidakt. Er hat Lithograph gelernt, später Grafik studiert, ist Zeichner und Holzschneider. Und erst allmählich wurde er zu jenem Mann der präzisen und doch so verschlüsselten Bilder, für die er so berühmt ist. Und in den meisten seiner Werke scheint ein ganzes Stück Selbstbild zu stecken. Ja, das mit dem Selbstbild, das liegt daran, ich nehme da kein Modell. Und da ich mich so oft gezeichnet habe, ohne dass es mir bewusst wird, im Gegenteil, ich kämpfe eigentlich dann gegen diese Ähnlichkeit an. Aber das ist schon allein dieser markante Glatze täuscht ja immer etwas vor. Das könnte auch ich sein. Ich meine, den Maskenmann, die auch im Museum steht. Jetzt schauen Sie, das hat ein Westdeutscher. Und da kann man sagen, glaube ich, ein sehr reicher, eigentlich ein Kapitalist, aber ein wirklicher Kapitalist, der hat das gekauft und hat es dem Leipziger Museum geschenkt. Ja, also da kann man doch, und der besitzt von mir eine ganze Sammlung, und da kann man sicher sein, das ist ja das Gute an den Kapitalisten, die werfen ja nicht so leicht was weg. Also das, seine Sammlung, die wird bleiben. Und er wird irgendwann mal ein Museum überreden oder halb verführen oder erpressen durch eine weitere Schenkung, mal seine ganze Sammlung zu zeigen. Das tragische Ende eines Unerkannten, nannte Mattheuer dieses Bild von 1984. Da waren Menschen mit Masken,
mit Schafsmasken oder sozialistisch positiven, zustimmenden, lachenden, verstellten Kastengesichtern. Schon seit 15 Jahren eines seiner wichtigsten gesellschaftskritischen Themen. Matheuer war wirklich freischaffender Künstler, einer der wenigen in der DDR. Er hat, bis auf eine Ausnahme, nie im Auftrag gemalt, sondern sich seine Themen stets selbst gesucht. Das ist es. Fröhlich im Kreis. Ich frage mich, was ist aus meinen Kastenmännern geworden? Denn die Menschen verändern sich ja nicht. Sind ja fast alle in ihrer Struktur die gleichen geblieben. Und da kam ich eigentlich nach vielen Überlegungen und zeichnerischen Versuchen und auch Notizen, die ich mir machte dazu, die marschieren weiter so als heitere Menschen, schattenlos, fröhlich, im Kreise herum. Und das ist genau eigentlich das Bild. Na gut, jetzt gab es eine Zäsur durch den Regierungswechsel, aber im Grunde genommen drehen sich immer wieder im Kreise. Schauen Sie Talkshows an, es ist fürchterlich, auch bei Böhme, fürchterlich, die drehen sich immer im Kreise, aber fröhlich natürlich. Zornig, das ist seltener. Ja. Und was ich dann noch dazu kam, sie ist fröhlich im Kreise, aber ihre eigenen Füße sehen sie schon gar nicht, denn sie waten im Nebel. Die gesellschaftliche Basis ist etwas Vernebeltes. Wir reden von neuer Armut und sehen im ganzen Land tonnenweise das, was die Natur einfach gibt, verderben. Auch die sogenannten neuen Armen, die gehen nicht raus und sammeln die Äpfel auf und machen zu Hause Apfelmus, Apfelmarmelade oder sie machen Apfelwein oder sie können auch eine harte Sache daraus brennen. Alles das könnte man machen, wenn man Zeit hat und kein Geld. Nein, das Zeug verdirbt. Man weiß nicht wohin, wenn man selbst ein paar Bäume irgendwo hat. Es muss verderben. Und darüber sollte man ja nicht so leichtfertig gehen. Das ist nun wirklich nach meinen Begriffen eine Sünde. Dass Menschen so reich beschenkt, sagen wir so pathetisch, von der Natur und dieses ist nur gewachsen und gereift, um zu verfaulen. Schrecklich. Matheuer hatte Ende der 40er Jahre in Leipzig studiert, wurde Assistent, Dozent, schließlich Professor. 1971 dann holt er den 20 Jahre jüngeren Hans-Hendrik Grimling in seine Meisterklasse. Der Student hatte wegen seiner ständigen Aufsässigkeit eigentlich exmatrikuliert werden sollen. I can't hold this day. Grimling war hochbegabt und besessen. Er passte nicht in das Schema vom sozialistischen Studenten. Grimling ist in einem Wochenkinderheim groß geworden. Er boxt und philosophiert. Vor allem aber malt er, unaufhörlich. Schon als 16-Jähriger hat er mit einem Freund ein Atelier. Und doch scheint es schon damals, als wäre er vor allem auf einer fast hoffnungslosen Jagd nach sich selbst. Meine früheste Kindheit betreffend ist es ja so, dass die Tagebaue, Espenhallen, vor allen Dingen die frühen Wälder, die ich als Kind kannte, sozusagen gefressen hatten. Also die Erinnerung an die Hart zum Beispiel, die muss hier irgendwo gewesen sein, zwischen Gaschwitz und Großdolben und Diebesgrund nach Zwenkau rüber war die Hart. Es war ein Laubwald, viel Ahornbäume. Und auf der anderen Seite rüber, nach Aitra rüber, war das dann das Eichholz. Und dort war der Fluss meiner Kindheit, wo ich schwimmen lernte, wo ich die erste gepafft hatte und so. Also
Mit der Grube hängen viele Kindheitserinnerungen zusammen. Und dann später, als ich in Gaschwitz wohnte, war schon auch dieses Grau-Schwarz und diese Furchen, das war schon sehr oft benutzt, auch als eine metaphorische Klammer in manchen Bilderzählungen und frühesten Grafiken auch. Grimling wird 1986 die DDR verlassen. Viele seiner frühen Bilder und Grafiken, von denen Mattheuer sagt, sie seien von einer Begabung und Reife gewesen, die für ihn schon etwas Erschreckendes gehabt hätten, wird er vorher verbrennen. Im Gefühl, sich lösen zu wollen. Unter dem falschen Rat eines Freundes. Im Alkoholrausch. Er wird von nun an anders malen. Es werden Zeichen sein, die er setzt. Auch mit seinen Bildern. Porta Germanica. Sprechmühle. Fusion. Auch Grimlings Ausstellungen, mit denen er wie auf einem Parforce-Ritt Ost und West überzieht, tragen nicht weniger faszinierende Namen. Die Wucht der Bilder oder Salto Vitale. Ich hoffe, dass ich es jetzt leicht finde. Wolfgang Mattheuer, dessen Bildsprache und dessen formale und technische Möglichkeiten von Jahr zu wachsen scheinen, ist kaum weniger gesellschafts- und zivilisationskritisch als Grimling. Aber er ist bodenständig, geradezu häuslich. Auch das ein Grund, warum der Bildermacher in Leipzig bleibt. Künstler mag er sich selbst nicht nennen, denn, sagt er, nur wenige Bilder sind schließlich bleibend und damit irgendwann Kunst. Neben Leipzig ist es Mattheuers Geburtsort Reichenbach im Vogtland, die den Maler nicht loslässt, die ihm Heimat gibt. Er liebt die Gärten und die Landschaften. Und seine Stillleben und Naturstücke sind ihm genauso wichtig wie seine eher politisch engagierten Arbeiten. Denn schließlich, glaubt er, braucht man auch als politischer Mensch Ruhe und Schönheit, muss sie genießen können, um nicht verrückt zu werden, um nicht auszubrennen. Aber selbst die Naturbeobachtungen des Malers waren schon zu DDR-Zeiten nicht selten voller Hintersinn. Was bei Mattheuer da so scheinbar realistisch daherkommt, schien der Staatssicherheit höchst gefährlich. Sie stuft ihn, seine Reden und seine Bilder als im höchsten Grade staatsfeindlich ein. Wohlmeinende Kunstwissenschaftler versuchten seinen Bildern harmlos positive Deutungen zu geben. Das war ärgerlich, aber da habe ich diese Kunstjournalisten, die Kunstschreiberlinge natürlich immer verstanden. Die hatten es ja viel schwerer. Die sollten ja dann auch aus einem Bild, was sollten sie ja dann etwas Positives im Sinne der Macht machen. Was der Maler oder der Schriftsteller eigentlich gar nicht wollte. Also für die Gesellschaft und für die Zensur. Und da ging's wurde natürlich dann mein Bild hinter den sieben Bergen, wurde dann eigentlich von diesen Leuten allzu oft so begrenzt auf, ach, eine schöne Heimatmalerei, wie schön das ist. Naja, also dieses Zitat de Lacasse, die Freiheit, mit der Trikolore und mit dem Gewehr, also eine Freiheit, noch die bewaffnet war, die sich auch verteidigen konnte. Nur was ist aus der geworden? Da ist Freizeit geworden. Und Freiheit heute, also das ist fast so ein missbrauchtes Wort wie Sozialismus. Jeder versteht darunter etwas anderes. Ja. Aber man kann sagen, und das so habe ich es ja gemacht, indem ich eben die Trikolore zu einem bunten Luftballon Glück machte, was leicht verplatzen kann. Ich kann auch sagen, ein Konsumglück. Und anstelle des Gewehres, der Kampfbereitschaft, nämlich Freiheit zu verteidigen, ist ein Blumenstrauß gekommen, also auch eine ganz banale Sache. Naja, und das in dem Sinne ist das dort wirksam. Und wenn man das als Bild für die Krise der Demokratie, in der wir leben, sehen würde, ja, also kann ich bloß sagen, Mensch, dass ich das gemacht habe, wie schön.
Eines der meist diskutierten Matthäuer-Bilder war in der DDR die Ausgezeichnete. Durfte eine Frau im Sozialismus so erschöpft aussehen? Übrigens, erst der Titel machte das Bild so brisant. Eigentlich ist es ein Porträt von Matthäuers Mutter. Das ist sein Vater. Auch was eigentlich zart und vielleicht jugendfroh war, passte verknöcherten Funktionären mitunter gar nicht. Das war keine saubere DDR-Jugend. Oder warum schwebt das Paar so ganz unrealistisch? Fällt es gar unerlaubt aus dem Sozialismusrahmen heraus? Hans-Hendrik Grimlings Probleme sind andere. 11 Jahre nach seiner Ausreise ist der Maler wieder in seine Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt. Er will in 2 Ausstellungen sein Œuvre zeigen. Ein wenig auch, um sich, Freunden und Widersachern zu beweisen, dass sein Weg richtig war. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Das ist natürlich schade. Wild thing, I think I love you. Das finde ich ärgerlich. But I wanna know for sure. Also es sind eigentlich erotische Bilder. Im Grunde geht es um die Komposition des magischen, magnetisch-magischen Dreiecks. Come on, hold me tight. Natürlich ist auch die zarte Öffnung gemalt und die ist durch die Verhüllung natürlich nicht sichtbar. Aber es ist schade, weil ich eigentlich zeigen will, dass ich zu der programmatischen Ausstellung im Kochhaus auch Suiten entstehen, die also ja, das Erotische, das Sinnliche bevorzugen. Also nicht nur das programmatisch-thematisch-politische, sondern auch das körperlich-sinnliche, so, ja. Was ja eigentlich auch in den großen Bildern drin ist. Aber hier wollte ich schon auch auf den Körper beziehen. Am nächsten Tag ist die Ausstellung abgehängt. Das letzte Mal ist so etwas Grimling 1982 passiert, wegen pornografischer Tendenzen. Andere Galerien wie die von Magdeburg sind anschließend zum Glück weniger prüde. Aber was für ein Mensch ist der komplizierte Grimling nun eigentlich? Ein Intellektueller, der sich bacchantisch gibt? Oder ein Lustmensch, der intellektuell scheinen will? Ja, das war Gott, da kann ich nicht viel. Also, das ist immer wie bei allen eine Spaltung natürlich des Ichs, des Egos. Auf der einen Seite fühle ich mich als Bacchant, als malender Bacchant, als Lustmolch oder so. Aber auf der anderen Seite quälen einen die Träume, also man hat die Nächte sind keine Erholung, schon seit Jahren nicht mehr. Also man kommt nicht zur Ruhe. Also insofern kann der Körper für die Lustbefriedigung da sein, aber diese Kugel zwischen Schultern, die quält einen halt. Die hat man, das ist die größere Last. Vielleicht hat Grimling irgendwie auch etwas von Dorian Gray. Die Hoffnung auf ewige Jugend, um sich selbst vervollkommnen zu können. Ein ewig Suchender, dem nichts Erreichtes jemals gut genug sein wird. Grimling gehörte einst zu den Initiatoren des berühmten ersten Leipziger Herbstsalons von 1984. Der war die erste private öffentliche Kunstausstellung in der DDR. Zur Bohème aber will Grimling schon lange nicht mehr gehören. Ich persönlich hatte viel Wut immer. Also ich hatte sehr viel Wut auf viele Dinge, vielleicht auch auf mich, auf dieses ewige Eingesperrtsein in dieses Doppel-Ich,
Aber im Grunde haben wir auch unheimlich viel Ventile gelebt. Also wir haben natürlich viele Feste gemacht und haben viel gesoffen. Und die Frauen spielten eine große Rolle, aber ich wollte immer auch den Unterschied polemisieren oder demonstrieren, dass es nicht so, wie es im Berliner Museum in der Ausstellung Bohemian und Diktatur gezeigt wird, dass uns das Feiern oder Trinken gereichte zur letztlichen Zufriedenheit. Also auch die Künstleraktionen waren schlichtweg Ventile. Es ging mir und einem gewissen Freundeskreis, den Herbstsalonern, doch schon auch um einen höheren Kunstanspruch. Naja, und so hab ich das auch gemeint. Das heißt aber nicht, dass ich das nun gleich anerkenne als etwas Revolutionäres, als etwas ganz und gar Positives. Das habe ich nicht. Ja. Wie ich ja überhaupt meine, Toleranz heißt ja nicht, dass ich die Meinung des anderen übernehme, sondern dass ich der völlig unverschämt auch und natürlich die meine entgegensetze. Das ist Toleranz. Aber Toleranz wird ja heute immer so gebraucht, als dass man zu jedem Quatsch ja sagt. Wie wenig tolerant Mattheuer allerdings gegenüber der DDR-Politik war, zeigt schon ein wenig verschlüsseltes Bild von 1970. Damals war Ulbricht noch auf dem Höhepunkt der Macht. Tauwetter schien nicht in Sicht. Und natürlich stieß das Bild nicht gerade auf Begeisterung. Ich schicke das also auf eine Bezirkskunstausstellung und der damalige Sekretär Peter Held, der Bezirksleitung für Kultur, der kam zu mir und sagte, du hast da ein Bild, ein gutes Bild, ein wichtiges Bild. Nur, ich bitte dich, zieh das doch zurück und schicke dafür ein anderes. Der internationale Klassenkampf und die Situation ist so, das ist also geradezu Futter für den Westen, wenn jetzt dieses Bild kommt. Das war also noch zur Zeit, als Ulbricht war, aber schon die letzten Ulbricht-Jahre oder überhaupt das letzte. Dann später ist er aufgestiegen, ist nach Berlin gekommen, ins Hohe Haus, in Abteilung Kultur, war dort, glaube ich, der Chef, was dann später die Frau Rackwitz war. Und dann sah er mich, es war so eine Versammlung für Kulturschaffende in Grünbach, wo man dann ein paar Tage war. Und da sagt der Wolfgang, und ich muss dir auch sagen, du erinnerst dich, ich bat dich da, dieses Bild zurückzunehmen. Unterdessen war dann, als er in Berlin war, Honecker. Also das System änderte sich und begann sich der Welt zu öffnen. Und er sagte, jetzt habe ich erst begriffen, das ist ja ein Epochebild. Und hat das nun über den Grünkrieg gelobt. Aber das ist ganz verständlich. Durch den Wechsel, politischen Wechsel, hat er das Bild anders betrachtet. Vorher meinte er, er gehört zu den verknöcherten Alten da unten, die er nur mit den großen Uhren noch lauscht und andere überwacht oder kotzt dieses ewig immer Gleiche wieder aus. Sondern er hat begriffen, dass er eigentlich zu den bunten Menschen gehört, die den Horizont überschritten haben. Ja? Und da wurde das ein Epochebild. Für viele Menschen in der DDR waren Mattheuers Werke, ihrer künstlerischen Meisterschaft, vor allem ihrer Botschaft wegen, Trost und Ermutigung. Große antike und biblische Mythen wie die von Kain und Abel oder das Thema des Sisyphos, der bei Mattheuer sein Schicksal nicht mehr annimmt, bis in alle Ewigkeit einen Stein auf den Berg zu rollen, sondern sich erst löst, dann aber lustvoll die Last ins Tal rollt, verstehen Mattheuers Bewunderer als Gesellschaftskritik. Die Funktionäre wollen in Mattheuers Werken wieder lieber die Befreiung der Arbeiterklasse und die Dekadenz des Kapitalismus entdecken. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich diese Kultur, die heute so gern
auch sentimental erinnert wird, dass es eine Kunst oder eine Kultur zwischen den Zeilen zu lesen war, das habe ich nicht gemacht, eigentlich nie. Das war vielleicht auch nie klar genug ausgesprochen, so oft haben wir uns nicht gesehen, wenn wir jetzt speziell wieder Mattheuer meinen. Aber ich glaube, das war vielleicht dann auch noch nicht so klar für mich. So die Gartenbilder mit der kleinen Ikarus, mit den kleinen Flügelchen, alles. Es waren Erzählereien, es war attributiv und es war eigentlich, es war mir dann später malerisch viel zu wenig Kraft, also viel zu wenig Kraft in das. In das wirklich gesagt, das Eingesperrtsein, da war eben der Himmel wieder schön und da war der Busch wieder schön grün. Das waren alles so, das zwischen den Zeilen, da war wirklich so wenig Platz und dort wollte man mutig sein, das war mir nichts. Ich wollte schon, dass der Ikarus auf der Zeile steht, nicht zwischen der Zeile und dass Mauerbilder blutige Körper sind und nicht zehnmal übersetzte Metaphern. Mir wurde ja oft gesagt, du kritisierst und stellst Fragen, ohne zu beantworten. Darauf habe ich meist schnatterig gesagt, wenn ich das auch noch könnte, nachdem ich eine gute Frage formuliert habe, wenn ich auch noch eine gute Antwort hätte, dann müsste ich natürlich der erste Politiker im Lande sein. Also das kann man nun nicht verlangen, aber ich glaube, in unserer Zeit ist es ganz wichtig, präzise Fragen zu stellen. Jungen Wilden wie Grimling schien das zu wenig. Seine Malerei war brutaler. Das waren wirklich sehr klare Bilder von fast körperlicher Bedrängtheit, von Eingesperrtsein, von Restriktion. Da war nichts Schönes mehr dran. Das waren schwarze Flügel an nackten Körpern. Und die Leute stürzten nicht nur ins Schweben hinein, sondern die stürzten einfach nach unten und waren verloren. Es waren es waren Zeichen von Vergewaltigung. Das war schon deutlich. Oder Weiterrudern war ein Bild, wo die Seitenteile, Mauerteile sind, auf den roten Fleischkörper liegen. Das war so eindeutig, das ging gar nicht anders. Das war nicht zwischen den Zeilen, obwohl dann später in der Zeitung stand, toll, dass sich Grimling endlich auch dem Sportthema zuwendet. Was wird aus dem allen, ist eine wichtige Frage. Da möchte man gerne in einer Stadt wohnen, die nicht alle Mittel ausgibt für Musik und Theater, sondern die auch noch was übrig hat für die bildende Kunst. Aber da hat sich in Leipzig nicht viel geändert. Was weiß ich, was kann man mit Geld machen? Ein schönes Leben, eine Yacht, das würde mich alles nicht. Ich würde ein wunderbares Atelier mir schaffen. Und ich mir einen Raum voller Farbe, vorrätig, viele Pigmente, viele große Leinwände, also so, ja. Viel produzieren, viel Feste machen dann, aber alles mit Malern zusammen am Ende. Zu Grimlings erster großer Nachwendeausstellung in Leipzig trafen sie wieder aufeinander. Der Meister und sein ungehorsamer, längst erwachsener Schüler. Und wieder flammte sie auf, jene Hassliebe zwischen Zweien, die einander vielleicht zu ähnlich sind, wie Vater und Sohn. And it's all